Keine Hunde im Theater. 34? Nach unten? Charles, kannst du Petrovs Standort orten? Leider nein, Petrov sendet nicht mehr. Ich kann ihn aufspüren, sobald er wieder anfängt. Alles klar, dann wird er es nicht mehr machen. Das miese Arschloch hat sich in irgendeine dunkle Ecke verkrochen und hofft, die Roboter erwischen mich, ehe ich ihn finde. Ich sollte dich warnen, dass Petrov dieses Theater ziemlich gut kennt. Er hat allen Grund zur Hoffnung. Hoffnung ist gefährlich. Sie wird ihn einlullen. Erzähl mir mehr über das Theater. Das Maja-Plisetskaja Theater wurde 1948 in der Anlage gegründet. Es setzte als erstes Theater der Welt Roboter in seinen Aufführungen ein. Und da es das berühmteste Theater der Sowjetunion ist, sind Karten schwer zu bekommen. Also nur was für die Reichen und Mächtigen. Kann man wohl sagen. Vor der kompletten Robotisierung des Theaters ließen Parteimitglieder manchmal die besten Ballerinas der Sowjetunion hierher versetzen. Aber als Roboter die Künstler ersetzten, wurde das Theater so erfolgreich, dass eine Wohnung in Kremlnähe leichter zu bekommen war als eine Karte für eine Vorstellung hier. Hast du keine nützlicheren und weniger widerwärtigen Informationen? Als Teil der Anlage ist das Theater eine wissenschaftliche Einrichtung. Es verbindet Kunst mit Kommerz. Dein Stichwort, Genosse Major. Bist du hier, um mir den Rest zu geben, Hund? Ich gehöre ganz dir. Ja, du hast leider mein schönes Gespräch mit meiner Hand unterbrochen. So, Petrov. Ich komme. Ich komme. Drück meine Taste, um mit mir zu reden. Würde ich gerne, aber ich komme nicht rein. Du bist wie ein Hund. Dein Herr hetzt dich auf und du gehst jedem an die Kehle. Aber hab bitte nicht zu viel Spaß. Was ist das? Was? Das ist ein mieses Arschloch. Ich erwisch dich trotzdem. Genosse Major, ich versuche die Ladung zu... Wenn ich kriechen muss, Drecksau hol ich mir. Wow. Ich habe die Ladung reduziert. Wow! Ist in Ordnung. Hab schon Schlimmeres erlebt. Was? Der entkommt mir nicht. Du bist doch eins von den normalen Viechern. Dachte ich. Wo ist er? Ja, natürlich bist du eins von den normalen Viechern. Warte, gerade was hat der gemacht? So. Eine Kiste. Hör drauf, du bist so ein Feigling. Oh, jetzt ist sie offen. Ich drück dich. Mit mir. Willkommen im Maja-Plisetskaja Robotertheater. Heimat des ersten Roboter-Ensembles der Welt. Warum hörst du dich an wie die anderen Roboter, aber du siehst besser aus. Achso. Na hallo. Kauft schon mal Karten für unsere spektakuläre Vorstellung. Herz des Roboters, ein friedliches Atom. So friedlich kommt mir das gar nicht vor. Emotionen satt. Das Stück bietet feinen Humor, epische Schlachten, fantastische Spezialeffekte und einen Hauch herzzerreißendes Drama. Davon bekomme ich im echten Leben schon genug. Danke auch. Karten an der Theaterkasse. Lasst euch die beste Vorführung des Jahres 1955 nicht entgehen. Du kriegst ja nicht mal mit, was ich sage, du blödes Gerät. Willst du, dass die Maschine dich versteht, Major? Obwohl, weißt du was? Hey. Ja, du Wichser. Hat er sich selbst umgebracht? Ja, aber. Oh.
gerade gesagt, ich hatte schon lange keine Frau mehr. Das ist doof. Das kann sie doch nicht so laut sagen. Aua! Ja, gleich. Erst du. Willkommen im Maya Priestetskaya. Gut, ich bin dann mal weg, falls du mich brauchst. Willkommen im Maya Priestetskaya. Gut, ich bin dann mal weg, falls du mich brauchst. Okay. Heute nicht, du Witzbold. Ihr Schicksal miteinander teilen. Und das heißt... Was hast du gegen mich? Wow. Ich hab dir nichts getan. Außer die Wahrheit gesagt. Na gut, und ich hasse dich. Aber ansonsten habe ich dir nichts getan. Komm nicht klar, was ist hier los? Willst du mich verkohlen? Ich drück gleich was ganz anderes. Den Ausknopf. Was ist das? Zeig mir nicht die kalte Schulter. Mir das bitte mal schmackhafter machen hier? Was ist das? Warum geht das nicht? Oh. Gibt es noch einen anderen? Kannst du aufhören bitte? Alter, was war das gerade? Oh. Fix und fertig hat mich das gemacht. Was machst du da? Dein Mantel, Genosse. Nee, den kriegst du nicht. Aua. Nicht einfach mal hier so. Bam, 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 bam. Noch ein. Eine Taschenuhr? Tja, funktioniert erstmal.
herzlich willkommen in unserem roboterisierten Theater. Es ist das weltweit erste seiner Art und basiert auf euren Entwürfen. Natürlich habe ich kleine Anpassungen vorgenommen. Genosse Sechenov, Genosse Sacharow, bitte folgt mir. Was für ein wunderbarer Abend, Dimitri. Was für eine unglaubliche Darbietung. Lasst uns auf Vosrod anstoßen. Die Wissenschaft stand noch nie so nah vor dem Triumph. Dam, 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 dam. Da. Bam, 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 bam. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommen Leute wie Petrov in einer blühenden Gesellschaft wie unserer überhaupt her? Gehst du wieder auf? Nein! Liusche! 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 Aua! Du tust mir weh! Mach weiter so. So ist gut. Das war jetzt nicht so schwer. Das ist weniger schön. Wo ist der gerade hin verschwunden? Noch jemand? Klingt so, als würde er gleich wieder einsteigen. Hä? Du hast mich doch gar nicht erwischt. So. Wo denn noch? Da. Jetzt habe ich sie eh schon eingesetzt gehabt, aus Versehen. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Ist halt so, ne? Nicht. Aber das. Dang, 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 dang. Okay. Okay. Das war so geplant. So. Hast du Petrovs Spur schon gefunden, Genosse Major? Ich habe ihm eine Falle gestellt. Da kommt er nicht mehr raus. Ist Dr. Filatova bei ihm? Nein, Petrov ist allein. Interessiert es dich nicht etwas zu sehr, was mit ihr geschieht, Stock? Du hast deinen Freund doch wohl nicht ihretwegen verraten. Das geht zu weit, Major P3. Ich verlange, dass du diese unerhörten Beleidigungen zeigst. Und ich verlange, dass du die Schnauze hältst und mir nicht weiter auf den Nerven gehst. Ich führe Befehle von Dr. Sechenov aus. Dmitri Sergejewitsch will wissen, wann du ihm Petrov auslieferst. Dein Schützling kann nirgendwo hin. Er hat den Verstand verloren. Er beobachtet mich über die Kameras, rezitiert Gedichte und brüllt in den Lautsprecher. Eine Stunde, dann habe ich ihn. Lebend. Versuch Dmitri Sergejewitsch diesmal nicht zu enttäuschen. Ach, leck mich. Leck mich. Genosse Stockhausen trifft keine Schuld. Er will doch nur helfen. Ja, der will doch nur Petrov die Frau ausspannen.
Stockhausen hier. Victor hat seinen Rufmord an Genosse Sechenov gestanden. Er schart bereits zahlreiche Anhänger um sich und plant, das Vertrauen der sowjetischen Gesellschaft in die bessere Zukunft durch Kollektiv zu zerstören. Ja, ich habe die Aufzeichnung. Morgen im Botanischen Garten. Schick den Strafvollzug. Victor, ich muss zugeben, dass du Talent hast. Sollen sie doch über deine Eigenarten sagen, was sie wollen. Aber dein Können ist unbestreitbar. Deine Arbeit am neuronalen Netzwerk und mit den Robotern, darüber könnte man ganze Bücher schreiben. Mir waren deine Fähigkeiten vorher gar nicht aufgefallen. Was ist dein Geheimnis? Verschafft dir deine neue Mätresse einen Motivationsschub? Aber das geht mich nichts an. Ich habe gute Neuigkeiten. Für dich steht eine nette Beförderung an. Wir feiern deine tolle neue Position, sobald du den Datenaustausch mit den neuen Neuropolymeren von Pavlo konfiguriert hast. Du hast einen Krug deines bayerischen Lieblingsbiers bei mir gut. Danke für deine netten Worte, Michael. Ich will ja nicht prahlen, aber dein Lob kommt ein wenig vorschnell. Ich habe eine Analyse durchgeführt und glaube, dass ich das neuronale Netzwerk konfigurieren, aber nicht verbessern kann. Allerdings hindert mich Sechenov systematisch daran, die Funktionalität zu verändern. Nun möchte ich die Initiative ergreifen und das Programm säubern. Wir müssen unter vier Augen reden. Ich habe über das nachgedacht, was du mir gesagt hast, Victor. Sechenov scheint wirklich nicht allzu viel mitzubekommen. Ich bin bereit, mich mit dir zu treffen, und unsere Vorgehensweise zu besprechen. Morgen um 3 Uhr im Botanischen Garten. Sag es niemandem. Gemeinsam werden wir den Weg in eine strahlende Zukunft ebnen. Gut. Blau, blau, rot. Hat er mich noch erwischt. Finde ich cool mit dem, die ganze draufballern. Wenn nicht so viel Elektro verschwinden würde. Aber wir können ja bald die Regenerationsrate erhöhen. Wir sollen jetzt wohl lang? Ach, ich sehe die dritte Ebene. Ja. Ich bediene dich heute. Ja. Ich möchte dahin. Oder darunter. Hätte ich auch darauf drücken können? Hätte ich. Ja, jetzt bin ich sogar noch eins höher. Und hier komme ich nicht hin. Aber wir sollen die dritte Ebene, das heißt, hier sind wir gar nicht mal so schlecht. Denn niemals. Hallo? Hey! Im Maya Plisetskaya Theater treten nur die besten Künstler auf. Nach der Hauptvorführung und dem Sektempfang erwartet alle Mitglieder der Kommunistischen Partei eine. Bitte komm näher. Ich musste es tun, ich musste einfach. Sechenov wird uns alle töten. Er spielt mit uns, auch mit dir. Der böse Sechenov. Was? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet.
Leben und sie die Lügen als das, was sie sind. Sonst erwischt die Wahrheit dich auf dem falschen Fuß. Hörst du, Hund? Ich war nicht der mit der ersten Sünde. Was hältst du denn auf? Ich war nur ein ahnungsloses Opfer. Erstmal lesen. Aline. Aline? 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 Hast du schon gehört? Bei der Aufführung heute Abend werden berühmte Persönlichkeiten anwesend sein. Angeblich soll sich auch Genosse Molotow blicken lassen. Den möchte ich richtig beeindrucken. Vor allem, weil du und ich bald rausgeworfen und durch Maschinen ersetzt werden. Und dabei waren wir mal prima Ballerinas. Also habe ich Molotow ins Auge gefasst. Ich muss heute, meinst du wörtlich natürlich, ich muss heute Abend auf die Feier hinter den Kulissen. Alles für die Kunst. Alina! Ach, dann soll das Alina sein, okay. Alina, stimmt es, dass Lastuschkin spezielle Feiern für unsere Gäste veranstaltet? Ich bin ja nicht prüde und weiß, dass alle möglichen Sachen passieren, aber das wüsste ich natürlich schon gern. Angeblich hat man ihn wegen dieser Feiern hinter den Kulissen zum neuen Leiter ernannt. Ich bin furchtbar neugierig. Sag mir Bescheid. Ich sage dir, was ich will. Ich will sie. Ich will sie umarmen, sie beschützen, sie umsorgen. Niemand darf uns im Weg stehen. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler, auch ich. Ich werde hier meine größte Rolle spielen, hier in diesem Theater. Und meine Roboter werden mich unterstützen. Das wird das beste Stück aller Zeiten. Also muss es an einem besonderen Tag aufgeführt werden. Einem Tag, der monumental werden wird. Und ich weiß auch, was ich will. Die ganze Welt ist wir müssen nur bis zu diesem Augenblick überleben, bis das Kollektiv auf Version 2.0 aktualisiert wird und in 1 Million Stücke zerbricht. Dann werden wir den größten Schritt unseres Lebens unternehmen. Unglaublich. Ballerinas vor der Vorstellung zu konfigurieren und zu warten, war immer eine ziemlich... Findest du nicht? Irgendwie war ich gerade voll verwirrt. So viele Stimmen. Ihr wahrscheinlich auch. Unsere prima Ballerina ist noch nicht bereit. Wir müssen ihre Servos kalibrieren. Sie taumelt umher wie eine Stoffpuppe. Ruf den Techniker. Ehrlich, diese Roboter-Ballerina sind genauso schlimm wie die menschlichen. Ich kann so nicht arbeiten. Könnten wir schon langsam genug Neuropolymere haben, um die Verbesserung für Elektro zu bekommen. Oh. Genossen, wir wurden angewiesen, bis in sechs Wochen eine unvergessliche Darbietung zur Feier des Starts des neuronalen Netzwerks zusammenzustellen. Das ist ein äußerst wichtiges Ereignis und wir müssen den Leuten den Atem rauben. Falls ihr Probleme mit den Robotern habt, ruft Viktor an. Er ist nicht Petrov, aber trotzdem sehr hilfsbereit. Was? Nein. Gib mir das Schloss. Danke. So. Da. So, jetzt sind wir. Ja, jetzt wären wir eigentlich im richtigen Stockwerk. Doof. Muss ich noch tiefer? Thank you.
Hier sind wir. Okay. Nee. Ist doch woanders diesmal, oder? Nee, ist hier. In der Ausstellung. Aua. Ja, ich bin durchgelaufen. Was? Nein. Hier will ich doch gar nicht hin. Unverwirrt. Was für ein faszinierender Haufen Scheiße. Bis dann. Nein. Please hold the line. So, wir sind im... Was ist unten? Waren wir unten schon? Ja, von da kommen wir. 3 ist nix. 4. Wir müssen über 4 irgendwie da drüber kommen. Wahrscheinlich hier einfach runter. Hühner! Du elender Hund! Ich werde dir die Ambivalenz dieser Welt vor Augen führen. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Perspektive? Oder wird es für dich entschieden? Es spielt keine Rolle, von welcher Seite aus du die Dinge siehst. Von oben oder unten? Links oder rechts? Oh, einfältiger Köter! Du wirst es nie verstehen! Warum sagst du das? Charles. Ja, Major? Petrov ist völlig durchgedreht. Nach einer Analyse von Petrov angesichts seines kürzlichen Streits mit Larisa Filatova bin ich zu dem gleichen Schluss gekommen. Du hast ihn analysiert? Es ist ein ganz normales Szenario. Er liebt sie, ihre Ansichten entwickeln sich auseinander, sie beendet die Beziehung, er verliert den Verstand. Hm, ich schätze, da ist was dran. Normale Beziehungsprobleme. Was wird denn hier so aufgeführt? Vorwiegend Ballett. Ein Stück mit dem Titel Herz des Roboters, ein friedliches Atom, war in letzter Zeit besonders beliebt. Zur Feier des Starts von Kollektiv 2.0 ist hier eine Sondervorstellung geplant. Später wird es zu Ehren des ersten Sowjetbürgers im Weltraum noch Stücke geben, die im Weltraum spielen. Das sehen wir dann. Im Moment herrscht hier das reinste Chaos. Sag mal, sind die Ballerinas hier... Nur Ballerinas? Die Robosexualität ist bei der sowjetischen Elite ein sehr beliebtes Thema. Robosexualität-Interessengruppen haben stark an Einfluss gewonnen und hier am Theater blüht offenbar der Handel mit entsprechenden Dienstleistungen. Wie funktioniert das? Mit anderen Worten, nein, die Ballerinas sind mehr als nur Ballerinas. Glaubst du, der Boss weiß davon? Was meinst du? Tja, angesichts der Roboter, die er sich als Leibwächter ausgesucht hat, vermute ich, er ist auch ein Robosexueller. Laut Oschegows Wörterbuch der russischen Sprache ist Robosexueller eine spöttische Bezeichnung für jemanden, der intime Beziehungen zu Maschinen unterhält und dabei meist Handlungen vornimmt, die... Ja, schon gut. Von mir aus kann er Handlungen vornehmen, woran er will. Was er mit den Androiden macht, geht mich nichts an. Aber ich muss schon sagen, irgendwie sind die ganz schön heiß. Aber jetzt erstmal Ruhe. Ich schweige. Speichere Daten. Schön. So. Oh. Reicht jetzt.
dahinter noch. Okay. Gut, haben wir hier erstmal kurz Ruhe geschaffen. Ich hasse Ballett, aufgeblasene Kunstkritiker, Arbeit nach Termin und dieses blöde System. Lächeln, arbeiten und immer schön nicken. Mann, hast du einen langen Hals. Hoffentlich ist es bald vorbei. Was, magst du die Sowjetgesellschaft etwa nicht? Ich mag es nicht, wenn Leute glücklich sind, weil jemand von oben es ihnen befohlen hat. Ist das denn nicht das Ziel? Dass alle glücklich sind? Das ist sehr einseitig gedacht. Glück ist ein einzigartiges, handgefertigtes Produkt. Jedes ein persönliches Meisterwerk. Das kann nicht in Serie hergestellt werden. Auch nicht in Anlage 3826.